Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rapples. Wir sind hier in der Feuerhöhle, immer noch. Und versuchen die Quest da zusammenzukriegen. Aber es ist jetzt auch erstmal die letzte Folge in der Feuerhöhle. Dann kommt auf den großen wieder was, und zwar Taming. Und dann geht's wieder auf den kleinen, und zwar gehen wir dann mal ins Dungeon, würde ich sagen. Kämpfen wir mal gegen ein paar Level 60er Monster irgendwo im Dungeon. Ich suche da mal ein paar, einen ordentlichen Farmspot raus, wo ich immer einen umnieten kann. Weil ich glaube, mit mehreren brauche ich noch gar nicht versuchen. Aber einer ist, denke ich, mal in Ordnung. Und dann sehen wir mal weiter, ne? Ihr seht ja, wir kommen ja auch vom Level her schon voran. Ihr müsst bedenken, ja, ich war vor ein paar Folgen noch Level 49 oder so, ne? Und jetzt bin ich schon fast 57. Das ist krass. Das macht die Feuerhöhle und durch die Feuerhöhlen-Quest halt, ne? Es bringt für die Anfänger doch schon ordentlich was. Natürlich ist es auch nicht einfach, muss ich dazu gestehen hier. Aber naja, mein Gott. Ja, ansonsten die Skills sehen bei mir eigentlich voll in Ordnung aus. Bin ich halt dabei am auszuskillen. Hier zumindest erstmal auf der ersten Seite. Ich muss eh alles auf Max bringen von den Skills. Denn bei der zweiten Seite geht es ja weiter, ne? Aber das hätte ich so unheimlich gerne. Das macht bestimmt voll Spaß. So, Lebensessenz ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ja, Lebensessenz ist richtig gut. Das ist, glaube ich, ein Gruppenheilbuff, ne? Der heilt dann die ganze Gruppe, glaube ich, ne? Irgendwie war doch da was. Ah, da gab es schon coole Skills eigentlich dabei. Stürmische Spiegel, Flammenspeer, Steinert der Explosion, tödliche Versteinerung, Vakuum-Schockwelle. Die war, glaube ich, recht stark am Ende. Oder die macht hinter richtig Aua. Also Masterklasse, wenn du ein gutes Equip hast. Ich kann mich aber auch täuschen, dass das der war. Aber ich glaube nicht. So, habe ich alles eingesammelt? Ne, den hatte ich nämlich nicht eingesammelt. So, und dann können wir weitergehen. Wollt mal kurz was gucken. Kann eigentlich mein Frosch noch was lernen? Das könnte man im Endeffekt machen. Dann würde der eventuell keine Agro mehr kriegen. Aber das ist Quatsch. Bin man manchmal froh, dass er mal kurz Aggro zieht, deswegen lasse ich das. Zumindest noch. Dass man sich nämlich mal heilen kann oder so. Ah, so langsam wird es. Aber wir kriegen auch wieder richtig Punkte, wenn wir die Quest abgeben, ne? Also, habt ihr ja gesehen, was wir hatten. 400.000 Jobpoints oder so, da konnten wir ordentlich was machen. So, und Schnellfeuer. Oder sagen Mehrfachschuss. War ich denn das ja, habe ich mir nur eben gedacht. Mehrfachschuss. Ja gut, ist ja im Endeffekt ein Mehrfachschuss-Skill, aber der heißt nicht Mehrfachschuss.
So, 9 von 20 Stück haben wir schon. 11 brauchen wir noch. Also, das schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge. Das ist klar. Glaube ich zumindest. Und ansonsten machen wir das dann irgendwann mal weiter, wenn wir dann vom Großen wiederkommen. Dann gehen wir hier halt noch einmal kurz rein. Machen nochmal 3, 4 Stück oder so. Je nachdem, was hinter übrig bleibt. Und dann geht es in der normalen Instanz weiter, würde ich sagen. Erstmal. 10 Stück haben wir, also 10 Stück bräuchte ich auch noch. Aber jetzt ist auch Ende im Gelände. Jetzt müssen wir erstmal wieder raus hier. Jetzt kommen wir hier wieder nicht rein, weil er das da irgendwie nicht akzeptiert. Ah, jetzt musste 20 Meter weiter wegstehen, damit du da reinkommst, was irgendwie unlogisch ist, aber naja. Schnellfeuer! Oh, nochmal schnell buffen, weil die Buffs so langsam ausgehen. Statt dass wir dann hinterher wieder so dastehen. Aber ich muss auch Pötte wieder nehmen, sehe ich gerade. Ein bisschen schneller angreifen. Und dann geht's weiter. So. Reicht erstmal wieder. Mir fehlt momentan irgendwie auch kein Gesprächsthema ein. Es ist ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie findet ihr das? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Feuerhöhle, findet ihr sowas hier langweilig, wenn ich sowas zeige? Oder sagt ihr, es gehört dazu? Ne? Muss gemacht werden im Endeffekt. Also was ich auf keinen Fall machen werde, ist selber für mich selber hier leveln. Denn ich mache es nur noch per Aufnahme, weil ich, wie gesagt, selber privat Rappels nicht mehr spiele wirklich. Zumindest momentan nicht. Das kann sich vielleicht irgendwann mal wieder ändern. Das steht denn zu in der Zukunft irgendwo geschrieben. Aber ansonsten spiele ich das momentan nicht selber privat. Deswegen nehme ich das auch nur noch auf hier. Und dann ist gut. Ich hoffe, ihr habt da immer, wie gesagt, den Gefallen noch dran. Aber zur Folge 250 und 300 habe ich ja noch was geplant gehabt. Weil 300 ist ja dann auch erstmal die Endfolge. Das dauert aber eh noch lange, weil ja, wisst ja, wann Folge 300 rauskommt. Irgendwann nächstes Jahr, Ende des Jahres wahrscheinlich. Weil es ja fast noch ein ganzes Jahr füllt, Rappels. Die Folgen, die noch ausstehen. Und von daher. Naja. Warum mache ich das immer eigentlich zu hier? Das ist immer so dämlich. Frage ich mich eigentlich immer. Böser Helm. Da haben wir doch schon mal einen besseren Helm, Mensch. Gut, die Steine ist halt Arschkarte, muss ich halt neue reinmachen. Aber dann haben wir schon mal einen besseren Helm im Endeffekt. Müssen wir uns aufheben, auf jeden Fall. Hat sich doch schon gelohnt. Oh, ich bin gleich sogar 57, wenn wir weitermachen. Das schaffen wir auf jeden Fall in der Folge noch. 57 ist kein Thema. Jetzt kriegt mal ein Froschi hier auch noch auf den Deckel, ey. Ich glaube ja, es wohl hackt. Ah, der Skill ist echt gut hier, Dr. Illa, dass der mich nicht so immer oft trifft. Er ist schon nicht schlecht. Der beste Toggle ist es zwar nicht, aber er ist nicht schlecht. Denn wenn die mal treffen, machen die ganz schön Aua, muss ich sagen, dafür, dass ich nicht so viel Leben habe. Eieieiei. Oh, 12 von 20 Stück haben wir. 8 Stück brauchen wir noch. Gut, das schaffen wir in der Folge nicht mehr. Aber wie gesagt, in der nächsten machen wir das dann noch zu Ende. Geben die in der Stadt dann ab. Müssten dann vielleicht mit Glück 60 sein. Mal sehen. Ah, falsches Skill gezündet. Naja, gell.
Da haben wir jetzt 13, da haben wir 14. Ja, vielleicht schaffen wir es doch noch in der Folge. Man weiß es ja nicht. Mal gucken, wie so die Monster die Items droppen lassen. Wie gesagt, in den schlimmsten Fällen kann es mal passieren, dass 4-5 Monster hintereinander gar keiner droppt. Und dann hast du halt Arschkarte. Aber ansonsten ist es so, dass wir jetzt eben das 2 hintereinander droppen. Na, der wieder nicht. Schade. Sonst hätte ich gesagt, dann haben wir die bald voll. Aber mein Gott. Oh, der Helm ist nicht schlecht. Was bräuchten wir dann eigentlich noch? Schuhe haben wir? Ringe. Also so Schmuck könnten wir mal gebrauchen. Besseres. Ringe auf jeden Fall. Weil, Ohrringe haben wir. Oh, Level up. Level 57, sehr schön. So muss das sein. Fünf Stück noch. Wenn der jetzt droppt, noch 4. Das kriegen wir dann auf jeden Fall in der Folge wahrscheinlich noch hin. Wenn der was droppen würde, dann. Ah, hat er nicht. Das ist das, was ich sagte. Es könnte was werden, aber ich glaube, er doch nicht. Oh, der hat wieder welche gedroppt. Seht ihr, das ist immer so, manchmal droppt's, manchmal nicht, ne? Ah, 4 Stück. Schaffen wir das noch? Schaffen wir noch. Vielleicht schaffen wir es noch, wenn ich es durchgehen lasse, aber dann wird die Folge ein bisschen länger. Dann wird halt die nächste ein bisschen kürzer. Das ist ja eh eine Taming-Folge. Also von daher, ja, ich denke mal schon. Je nachdem, wie es jetzt droppt, wollte ich gerade sagen. 3 Stück noch. Wo bist denn du? Da. Dann komm doch weg da. Steht da fast in der Wand. Hä? Was für eine Wand? Das ist doch gar keine Wand. Ah, schon cool gemacht hier, dass man hier so wenigstens außerhalb gucken kann. Ist zwar unschön, aber mein Gott. Du hast wenigstens nicht die nervigen Wände in der Sicht. Oh, mein Froschi könnte nochmal so eine Mana-Rolle gebrauchen. Wir haben dabei keine mehr von. Weiß gar nicht, ob man die sich überhaupt kaufen konnte. Naja, 2 Stück brauchen wir noch. Könnten wir schaffen in der Folge noch. Wie schon das 10. Mal wahrscheinlich gesagt habe. Oh, dann machen wir wieder Schnellfeuer hier. Das war... Ja, schneller Feuer macht echt wenig Schaden vom Frosch, ne? Aber das liegt auch daran, dass er halt nicht die richtige Waffe anhat. Die ist ja auch gar nichts. Das ist einfach nur ein Rang 3 Bogen. Der ist nicht gelevelt, nicht geplust, kein gar nichts. So, der hat auch noch gedroppt. Super. Wenn jetzt noch einer droppt, dann haben wir es geschafft. Sogar noch in der Zeit. Dann kommt die nächste Folge auch wieder ganz normal. Von der Länge her. Aber ich denke mal, das sollte was werden. Ja, der hat natürlich wieder keine gedroppt. So, der hat gedroppt. Dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell zur Stadt, geben die ab und dann war's das für die Folge.
Ich schätze mal Level 60 werden wir. Oder wenn dann halt kurz vor Level 60. Mal sehen. Realistisch wäre es. Wäre natürlich auch super wegen den Steinen, die ich dann irgendwann anziehen würde, wo ich dann in der, beim nächsten Mal halt im Dungeon leveln gehe, ne? So. Gehen wir ab. Sind Level 58,5. Wir werden das auf jeden Fall schaffen, glaube ich, so wie es aussieht. 59,5. Na gut, schaffen wir doch nicht. Was haben wir denn hier? Oh, den könnten wir annehmen. Ja. Was haben wir hier? Das sind alles die. Ah, den könnte ich nochmal annehmen. Ach ja, das war ja das eine Mal noch, ne? 18 Stunden. Den können wir auch nicht, na ne? Gut. So, pass auf, dann skillen wir jetzt noch, wenn ich schon mal dabei bin, hier gerade zu überziehen. Aber nicht auf der Seite 2, sondern auf der. Zack, zack. So. Mache auch die hier höher, weil das halt einfach gemacht werden muss. Genauso wie das hier hochgezogen werden muss. Kettensichel muss hochgezogen werden wegen den Buffs. Es muss alles gemacht werden, Leute. Aber was ist, das ist, ne? Da die meisten ja nur E5 Level haben, geht das ja recht easy. Oh, wunderbar. Ah, wir sind doch ordentlich weit gekommen, Leute. Guck mal, fast ausgeskillt mit der Seite. Ist doch wunderbar. Zack. Was geskillt ist, ist geskillt, sage ich immer. Dann geht's irgendwann hier weiter. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder auf den großen beim Taming. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.